Jetzt sind wir ja in Bayern. Hallo, Bayern steht für Geselligkeit, Gemütlichkeit, für gutes Essen, Bier und natürlich für weltberühmte Veranstaltungen, Feste. Herr Dr. Gebhardt, sehen Sie das Kulturgut Volksfest in Gefahr? Ja, natürlich. Also unser ganzes bayerisches Kulturgut, auch mit dem Gastgewerbe und allem, was die ganze Wertschöpfungskette, die da dranhängt, war jetzt sehr wohl in Gefahr. Und deswegen, also ich glaube, diese ganzen Sehnsüchte, die jetzt geweckt wurden, also auch bei mir persönlich, wenn ich die Jutta Wittmann und den Herrn Buchner jetzt zugehört habe, das ist toll. Und gleichzeitig kann ich nur sagen, wir wollen und es wäre auch wieder möglich, die ersten Schritte zu gehen mit den 3G, getestet, geimpft, genesen. Man kann ein Volksfest, da hatten wir heute übrigens eine Runde auch mit dem Walter Nussel, mit dem Schaustellerverband, der eng kooperiert auch immer mit dem Wirtschaftsminister, in der wir wieder dargelegt haben, wir haben zum einen den Außenbereich, Aerosolforscher haben gewarnt, außen passiert weniger. Und wer geht denn auf ein Volksfest? Das ist ein Hausstand, das sind doch die Familien mit Kindern. Also da geht außen, wenn man entsprechende Vorkehrungen trifft, kann man das außen ermöglichen. Und warum kann man nicht in ein Bierzelt auch wieder kommen? Ja, dann hat man eben die Zugangskontrolle der 3G, getestet, genesen, geimpft. Ist doch durchaus möglich. Und es wurden übrigens auch in Barcelona Tests gemacht, wo, glaube ich, über 1500 Leute tatsächlich in einer Disco und einem Club wieder gefeiert haben, mit den Vorgaben getestet und geimpft, genesen. Und da ist überhaupt nichts passiert. Und deswegen, ich glaube, das, was die Vorredner auch angesprochen haben, ist, warum denn nicht einfach mal ein Modellprojekt machen? Warum nicht einfach mal loslegen? Ja, mal schauen, ein bisschen mehr versuchen, mehr zu ermöglichen wieder. Ich glaube, das ist die eigentliche Verantwortung, die man auch nach dieser schlimmen Zeit erwarten kann. Wir sind jetzt so weit gekommen, wir wollen auf keinen Fall was riskieren und die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht immer an der obersten Stelle. Wir würden das nie riskieren, dass wir fahrlässig irgendwas öffnen. Aber wir haben jetzt mittlerweile Möglichkeiten, die es uns erlauben, einen kontrollierten, sicheren, verantwortbaren Betrieb zu ermöglichen. Frau Wittmann, jetzt ist ja Geselligkeit nicht nur auf dem Volksfest. Natürlich findet das Miteinander auch in Wirtshäusern statt. Denken an diese urigen Wirtshäuser mit Stammtischen und da wird diskutiert, da wird heiß dahergeredet. Das ist ja jetzt alles dann flach gefallen. Man hat sich vielleicht so wie wir jetzt virtuell unterhalten. Ist es so, dass Corona uns jetzt nicht gezeigt hat oder uns vielleicht daran erinnert hat, wie wichtig oder überlebensnotwendig denn die Wirtshauskultur ist? Die ist ganz extrem notwendig. Ich habe ja, seitdem ich im Bayerischen Landtag bin, seit 2008, meine erste Sorge war immer, ich sage immer die BMW-Fraktion, das sind für mich Bäcker, Metzger und Wirte. Ich habe immer die Landwirte noch mit dazu genommen. Die ersten Anfragen war, weil ich selber festgestellt habe, weil ich, wenn ich durch die Dörfer bei unserer Gegend oder auch ganz Bayern gefahren bin, dass diese Branchen wie Bäcker, Metzger, Wirte sehr wenig geworden sind. Ich habe dann entsprechende schriftliche Anfragen ans Ministerium gestellt und es gibt, das war 2018 schon, wir haben über 500 Gemeinden, die überhaupt kein Wirtshaus mehr haben. Also ich befürchte, zu Corona-Zeiten und wenn es danach vorbei ist, werden es noch einige mehr werden. Denn das größere Problem, glaube ich, ist, jeder schätzt ein Wirtshaus, jeder braucht ein Wirtshaus, es sind ja Begegnungsstätten, egal ob zur Taufe, zur Beerdigung oder zur Bürgerversammlung für Politik. Also, und das mit den Stammtischen, Frau Schneider, das ist ja ganz nett, wenn man immer als Politiker unterwegs war und als Frau. Wenn ich irgendwo reingegangen bin in der Gastwirtschaft und da habe ich einen Stammtisch gesehen, dann darf man ja nicht einfach hingehen. Gell? Also da muss man ein bisschen mit Abstand und muss fragen und muss sagen, wer man ist. Und dann wird am Anfang auch nicht so viel geredet. Man sitzt und trinkt und dann geht es ganz langsam los. Aber die Ehre, an so einem alteingesessenen Stammtisch zu sitzen und mitzureden, vom Wetter über Politik, über alles Mögliche. Also das ist sowas Schönes, Gelebtes und das muss man natürlich erhalten. Und Voraussetzung, dass wir diese Stammtische natürlich halten können, ist, dass wir unsere Wirtshäuser vor Ort haben. Und die Politik wird erst sagen, wenn wir unsere Wirtshäuser nicht mehr haben, dann wird sie die Politik und auch die Kommune überlegen müssen, ja, was machen wir denn? Wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir mit politischen Veranstaltungen hin? Wo gehen wir zur Taufe hin oder Bürgerversammlungen? Und wo trifft man sich noch? Also nicht bloß zum Essen und zum Trinken, auch der soziale Aspekt ist da ganz, ganz wichtig. Also von daher müssen wir unsere Wirtshäuser schützen.
Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Rahmenbedingungen der Gastwirtschaften und Hotellerie, der hat an Stellenwert den letzten Jahren einfach von vor Corona schon verloren. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wenn ich bloß jetzt an den Mehrwertsteuersatz denke, der ist nicht oder eher suboptimal bis schlecht. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich seit 2008 bin im Bayerischen Landtag und das Erste, was ich gemacht habe, dass ich die 7-prozentigen ermäßigten Mehrwertsteuersatz gefordert habe für die Gastronomie auf Speisen. Weil jetzt, wenn wir sagen, wenn ich jetzt in ein Einkaufszentrum reingehe und dann kaufe mal Lebensmittel und kaufe einen verpackten, in Plastik abgepackten Salat und entsprechendes Dressing dazu, dann sind da 7% Mehrwertsteuer drauf. Wenn ich das gleiche auf einem Porzellanteller mit einer netten Bedienung in einem Gasthaus serviere, dann muss der Gastwirt 19% an Fiskus abführen. Also diese Ungleichbehandlung, man fördert ja auch dadurch auch nicht ökologische Sachen. Geschweige denn vom Gerechtigkeitssinn, das ist sowieso nicht gerecht, dass das so ist. Aber der Mangel an Wertschätzung für die Gastronomie, der zeigt sich schon an der steuerlichen Beurteilung. Und das sind Verwerfungen, die können abgeschafft. Und ich bin froh, sage ich auch ganz ehrlich, ich habe zuerst meine eigene Fraktion überzeugen müssen. Aber das ist geschah in vielen Diskussionen. Sie haben das alle mitgetragen und auch wir haben die ersten Haushaltsanträge damals schon gestellt. Jetzt in der Regierungsverantwortung ist uns das wieder ein wichtiges Thema. Und es ist auch mittlerweile zum Teil umgesetzt worden. Wir haben derzeit 7-prozentige Mehrwertsteuer auf Speisen, aber leider nur befristet bis 2022. Aber das gehört unbedingt entfristet, weil die Gastronomie, wenn Corona vorbei ist und wenn irgendwann wieder ein normales Leben möglich ist, dann braucht die Gastronomie, die braucht Hoffnung. Und die braucht auch diese Wertschätzung, dass sie wieder Eigenkapital, dass sie was erwirtschaften können. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer will denn am Samstag, Sonntag und am Abend immer arbeiten? An Weihnachten, an Ostern, das sind nicht gerade attraktive Arbeitszeiten. Und wenn ein Ehepartner das allein machen sollte, der andere Partner, der wird daheim sitzen und sagt dann, ja, an Weihnachten oder an Silvester, also es wäre schon schön, wenn es da warst. Also wenn es die Familien, der Betrieb nicht gemeinsam macht, geht das gar nicht. In einem anderen Haushalt konnte eine das vom Beruf sein, in einem anderen ganz was anders machen. Aber in der Gastronomie und auch im Schaustellergewerbe geht das oft gar nicht. Wenn man da nicht zusammenhält und gemeinsam das gestaltet, dann funktioniert das gar nicht. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass man den Gastronomen und Schaustellern diese Wertschätzung entgegenbringt. Und ein Aspekt ist auch natürlich der finanzielle Aspekt. Und deshalb fordere ich, Entschuldigung, deshalb fordere ich natürlich die 7%, dass man das nicht nur befristet, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Speisen, sondern auch, es würde der Branche auch gut tun, auch für Getränke. Denn unsere Brauereien brauchen auch ein bisschen Unterstützung. Das musste noch gesagt werden. Unbedingt. Ich kann Ihnen schon versprechen, wir haben super spannende Zuschauerfragen, aber ich habe vorher noch selber eine Frage an Herrn Buchner. Und zwar haben Sie mal gesagt, unsere Betriebe werden zu 95% innerhalb der Familie weitergeführt. Was jetzt wegbricht, ist nicht mehr zurückzuholen. Das ist traurig. Ja, das ist sehr traurig, aber es wird wahrscheinlich so kommen. Ich meine, ich kann jetzt nur von meinem Betrieb auch sprechen. Uns gibt es jetzt in der vierten Generation. Meine beiden Töchter haben einen normalen Beruf erlernt und wollen aber beide im Betrieb mit einsteigen. Die große ist schon drin. Und da ist das Herzblut einfach da. Das, wenn man von Chlor auf Hort in so einen Betrieb reinzuwachsen ist, ist wie auf die Zirkusbetriebe oder der einfache Markthändler, der seine Socken verkauft. Die Kinder haben von Chlor auf mit dabei, die haben Samstag, Sonntag auch auf dem Markt mit dabei oder auf dem Volksfest mit dabei. Die leben das. Diesen Beruf kommt man wirklich nicht als Außenstehender nicht zu sehen. Darum macht man mir oft hinter den Kulissen so ein Backstage-Tour, dass die Leute mal wirklich sehen, was wir haben. Weil unser ganzes Hab und Gut steht ja auf dem Volksfest. Angefangen von Wohnwagen weg, über die ganzen Fahrzeuge, die man braucht, die Kühlungen und dann die Geschäfte. Und jeder ist bei uns eigentlich alles. Der ist Elektriker, der ist Schreiner, der ist Techniker, der ist Verkäufer. Und das 24 Stunden und die Nacht. Und das ist halt auch das Schöne am Beruf, dass du bist mit der ganzen Familie Tag und Nacht zusammen. Und das sind Sachen, die wo es eigentlich fast nicht mehr gibt. Weil die ganzen Familien teilweise haben ja Schichtarbeit oder sind getrennt und alles, das gibt es bei uns eigentlich.
Bei uns hat die Familie wirklich noch zusammen, so wie es früher war. Wie man es früher gesehen hat, in so einem alten Schwarz-Weiß-Fernsehen noch, genauso ist es bei uns heute noch. Es wird, wenn was ein Problem da ist, wird es ausgesprochen, wird es diskutiert und dann gibt es eine Lösung. Und die Lösung, wo wir jetzt brauchen, ist einfach, dass wir aufmachen dürfen. Dann können wir wieder zeigen, was wir können. Herr Buchner, ich habe tatsächlich gelesen, es gibt Menschen, die denken, dass wenn man zum Beispiel einen Süßigkeitenstand auf der Wiesen hat, dann hat man ausgesorgt für ein Jahr mit den Einnahmen. Ist das ein Witz oder ist das wirklich so? Ich finde die Frage sehr lustig und die gehört einmal beantwortet. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben ja selber auch einen Süßwarenstand, also wir betreiben den aber fast 300 Tage, dass wir Geld verdienen. Und das ist genau wie der Mythos, dass wenn eine Bedienung auch doof ist, Bedienung verdient so viel Geld, dass das Ganze auch nicht arbeiten braucht. Das gibt es nicht. A spielen viele Faktoren eine Rolle. A, der Platz, das Wetter, die Stimmung der Leute und der Oktoberfest ist nicht Maßstab aller Dinge. Es stehen ja nur eine Handvoll Kollegen auf dem Oktoberfest. Die Welt dreht sich ja außerhalb vom Oktoberfest auch noch auf anderen Plätzen. Wir haben ja ungefähr 1500 Weihnachtsmärkte, die von klein bis groß gehen. Also ist ein Fulltime-Job und wer da nicht fleißig ist, der kann sich auch keine Rücklagen bilden oder auch sonst keine andere Existenz nicht aufbauen.